Sichern Sie sich jetzt Ihre beste Solaranlage und produzieren Sie ab sofort Ihren eigenen Strom. OE24 Solar hat jetzt ein Top-Angebot für Sie. Um nur 49 Euro pro Monat erhalten Sie eine 5 kW Solaranlage inklusive Wechselrichter. Ihre Solaranlage liefern wir Ihnen gratis nach Hause. Auf Wunsch montieren und installieren wir Ihnen die Anlage auch auf Ihr Dach. Alle Angebote und Informationen finden Sie im Internet unter www.oe24solar.at oder telefonisch unter 0226 734 0791. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Das OE24TV Wahlbarometer. Schönen guten Abend, willkommen bei unserem Wahlbarometer auf OE24.tv mit Josef Czapp. Hallo. Hallo. Und Peter Westenthaler. Heute in Zweierbesetzung. Maria Rockaller weilt bei den Paralympics in Paris. Aber wir analysieren jetzt gleich einmal die Umfragedaten, die wir gerade mit Werner Beutelmeier vorgestellt haben, und schauen uns als erstes wie immer die Hochrechnungsdaten noch einmal an. Der Lazarsfeld-Gesellschaft, schneller Blick darauf. Die FPÖ, wir haben es eh gerade in der Umfrage gesehen, liegt bei 27%, minus 2 zur Vorwoche. Die ÖVP bei 23, plus 1. Die SPÖ bei 20, minus 1. Neos bei 12, plus 1. Grüne 8, ebenfalls plus 1. KPÖ 3, Bier 4, verliert 1 Prozentpunkt. Und die Kleinparteien bei 1%. Und dann schauen wir uns aber gleich, würde ich sagen, parallel dazu noch die Rohdaten an, weil das, glaube ich, gerade im Vergleich nicht ganz unspannend ist. Da liegt nämlich die FPÖ in den Rohdaten ebenfalls bei 27%, plus 2 Prozentpunkte. Professor Beutelmeier hatte gerade erklärt, dass das auf seiner Meinung nach auf die Überdeklarierung bei den FPÖ-Sympathisanten zurückgeht, warum man sie nicht stärker hochrechnet. Die ÖVP kommt in den Rohdaten auf 18%, plus 2 Prozentpunkte. Die SPÖ verliert in den Rohdaten 3 Prozentpunkte, 15%. Grüne und Neos hier jeweils bei 7%, KPÖ bei 4, Bier bei 5 und Kleinparteien, wie gesagt, auch hier bei 1%. Und interessant, unter Anführungszeichen nur noch 15%, die noch nicht wissen oder keine Angabe machen, wen Sie wählen werden am 29. September. Herr Westenthaler, wir haben es eh schon mit Herrn Professor Beutelmeier ein bisschen diskutiert, diese Diskrepanz zwischen Rohdaten und Hochrechnung. Aber wie sehen Sie diese Umfragedaten? Naja, einerseits gelassen, andererseits gebe ich einmal recht an den Professor Beutelmeier. Es ist zwar für den Laien, wir sind alle Laien, wir sind keine Meinungsforscher, nicht nachvollziehbar, warum, wenn 27% der Menschen in der Erstnennung bei den Rohdaten FPÖ sagen, warum man dann null hochrechnet und sagt, das ist selber wie die Hochrechnung. Und wenn man bei der SPÖ 5% hochrechnet von den Rohdaten auf die Hochrechnung und bei der ÖVP ebenfalls 5%, das ist schwer verständlich. Aber wo er recht hat, ist, dass das Rennen nicht gelaufen ist. Und das muss man jetzt einmal deutlich sagen. Wenn freiheitliche Wähler und solche, die es noch werden wollen, glauben, sie können es jetzt zurücklehnen und das war es dann, weil das ist eh ein Home Run, dann muss man sagen, nein, leider nein. Nämlich Betonung auf leider nein. Es ist noch immer die Chance da, dass die Systemparteien, nämlich SPÖ, ÖVP, Grüne und Neos, miteinander mehr haben als die Freiheitliche Partei und damit eine Freiheitliche Partei einfach ausbremsen. Wir haben diskutiert, den Pakt zwischen der SPÖ, ÖVP und einer Füllmasse, nämlich den Neos, der ist evident, der existiert, dass man vor der Wahl bereits die Koalition ausmacht. Und daher werden 27% nicht reichen. Das heißt, jetzt tritt die Freiheitliche Partei 4 Wochen vor der Wahl in eine neue Mobilisierungsphase ein. Das merkt man übrigens auch. Die Schlagzahl wird erhöht. Es ist das Rennen nicht gelaufen, das muss man sagen. Jeder muss zur Wahl gehen, jede Stimme zählt, wenn man dieses Land zum Besseren verändern will. Daher finde ich das auch in Ordnung, diese Umfragen. Und auch in Ordnung, dass Beutelmeier eben sagt, es ist eine Überdeklaration da und jetzt gilt es für die Freiheitliche und Herbert Kickl, diese Überdeklaration in Wahlstimmen umzumünzen. Das wird gelingen, weil da noch einiges kommen wird und weil die Freiheitlichen in den zentralen Themen Corona-Kampf, Inflation und Zuwanderungsstopp einfach die klarsten Ansagen haben.
düster wird es für die Sozialdemokratie. Minus 1, es gibt ja mittlerweile interne Umfragen, wo die SPÖ sogar schon bei 18% liegt. Ganz schlimm bei den Rotdaten, minus 3 sehe ich da. Und die Rotdaten sind ja immer das Aktuellste, das ist immer die letzte Woche. Nur mehr bei 15%, also da wird schon ziemlich familiär. Und das ist halt der Streiterei geschuldet. SPÖ, Streitpartei Österreich, ist im Moment im Winkel und niemand wählt Streit. Und ich habe das erst gestern gesehen, deswegen... Viele haben vielleicht gemeint, ich gehe mit der SPÖ zu hart ins Gericht, deswegen lasse ich andere heute sprechen. Da gibt es den Hans Mahr, den kennen wir alle, du kennst ihn, ich kennst ihn. Hans Mahr ist einer der wohl, wie soll man sagen, profundersten Kenner der innenpolitischen Szene Österreich und das seit Jahrzehnten. Kreisgemanager, Wahlkampfmanager, Parteimanager. Und der hat das Sommergespräch des Herrn Babler analysiert. Und jetzt zitiere ich nämlich im Konkurrenzsender, aber vielleicht kann man da auch noch mal einladen. Und jetzt zitiere ich, was der da gesagt hat. Hans Mahr, Sozialdemokrat, sagt, so kann Babler keine Wahl gewinnen. Er kritisiert nur die eigenen Partei und entschuldigt sich für die Ära Kreisky und Wranitzky. Wieso? Dann zum Programm sagt Mahr, das ist ein diffuses Programm, ohne dass man weiß, woher das Geld kommt. Da trifft das übrigens mit der Burisch. Und dann bezeichnet er ihn noch als selbstherrlich, selbstherrliche Reaktion. Und er sagt, das ist kein SPÖ-Programm, das Wahlprogramm, sondern ein Programm eines Linken. Zitat Ende. Das ist Hans Mahr, ein Sozialdemokrat, wie ein Büchel steht. Und ich glaube, er vertritt mit dieser Meinung 3/4 der Sozialdemokraten. Und zum Schluss, wenn man Babler ernst nimmt und sein Anspruch war ja, die Partei, die SPÖ zu einen und zu schließen, also eine geschlossene Partei zu machen, dann muss man ihm gratulieren, das ist ihm gelungen. Nämlich die SPÖ ist vereint und geschlossen gegen Babler mittlerweile. Er hat ja überhaupt bis auf den kleinsten Kreis überhaupt keine Anhänger mehr in der eigenen Partei und sowas wird halt nicht gewählt und deswegen der Abschwung. Ja, und das sind die wesentlichsten, wenn man so will, die wesentlichsten Eckpunkte dieser jetzigen Umfrage. Im Großen und Ganzen stabil, aber eine Sozialdemokratie, die von der Unterkante noch einmal verliert, ist natürlich schon interessant und ist dem Streit und dem Chaos in der Sozialdemokratie geschuldet. Herr Czapp, zu den Umfragedaten. Der Professor Bartelmeier hat auch gesagt, er sieht derzeit sehr klare Positionen. Also die FPÖ ist auf Platz 1, ist in allen Umfragen auf Platz 1, die ÖVP auf Platz 2. Allerdings, seiner Meinung nach, schiebt sich das Rennen zusammen und die SPÖ mittlerweile deutlich auf Platz 3. Das heißt, das ist ja die große Befürchtung vieler SPÖ-Strategen gewesen, dass es zu einem Duell Kickl-Nehammer kommt und die SPÖ da unter die Räder zu kommen scheint. Wie sehen Sie das? Hat man als Dritter überhaupt eine Chance? Läuft die SPÖ dann nicht Gefahr, am Ende noch auszurinnen dann? Einerseits vielleicht sogar Richtung Bier, KPÖ, Grünen und andererseits vielleicht sogar der eine oder andere, der ÖVP wählt, weil er sagt, er will Kickl verhindern als Kanzler? Ich kann da jetzt schwer einen Erfahrungswert einbringen, denn in meiner hyperaktiven Zeit, Bundesgeschäftsführer, Clubobmann und so weiter, waren wir am ersten Platz und haben den Kanzler gestellt. Also ich kann schwer jetzt prophezeien, wie das so ist, wenn man einmal Dritter ist. Meine Hoffnung ist, dass man nicht Dritter ist und das ist noch nicht gelaufen. Ja. Und wenn das stimmt, dass bei den Freiheitlichen eine Überdeklarierung ist, dann wird es die ein bisschen noch hinunterentwickeln, die Umfragen bei den Freiheitlichen. Und wenn bei der ÖVP noch immer es einige gibt, die sich dafür genieren, bei den Umfragen der ÖVP zu sagen, dann wird die ÖVP weiter hinauf sich entwickeln. Und es kommt jetzt schon wieder diese Mitleidsnummer, ja, und wir müssen und die arme ÖVP und das geht nicht und die Staatspartei und die kann man da nicht so runterwursteln lassen, sondern und dann gehen wieder ÖVPler hin und werden sie wieder wählen, so wie das in einzelnen Bundesländern ja der Fall war und bei der Europawahl selbst der bislang nicht auffällige Lobatka plötzlich fast Erster geworden ist. Also da ist noch wirklich alles offen, was die schlechten Daten bei der SPÖ betreffen, dann glaube ich weniger, dass das diese, wie soll ich sagen, etwas sehr schrille Art der Diskussion ist, die ich aber für notwendig erachte, dass es eine politische Diskussion gibt, weil viele strategische Fragen der Sozialdemokratie einfach noch nicht mehrheitsfähig geklärt sind und egal wann auch immer, sie werden einmal zu klären sein. Das, was meine Kritik immer war, ist, bei der Themenwahl für einen Wahlkampf, aber überhaupt für die Politik selbst, wird nach wie vor unterbeleuchtet, der Komplex Sicherheit, Migration, Integration, Asyl,
das gehört irgendwo mindestens auf Augenhöhe mit den Themen Teuerung und Gesundheit und soziale Gerechtigkeit auf die Agenda einer Partei, die ja so regieren will. Und das ist meine Begründung, wenn sich ein paar, die befragt wurden bei der SPÖ, noch zurückhalten. Ich halte die SPÖ für unterdeklariert. Ich glaube, sie wird dann am Wahltag mehr haben. Aber es hängt schon damit zusammen, dass sie zu den von mir genannten Themen mehr und deutlichere Worte hören wollen. Und wenn wir dauernd in den Medien hören, Messerstecherei da, dort, Kriminalität, man fürchtet sich, es droht wieder in der EU keine Lösung zu finden, wie ich mit den Migrationsströmen umgehe und es geht wieder so weiter wie bisher und. Dann erwarten Sie die Menschen, die vielleicht SPÖ wählen möchten, dass es dort deutlichere Worte gibt. Von mir können Sie diese deutlichen Worte jederzeit hören, von anderen in der SPÖ auch. Es ist halt nicht momentan so, dass die Wahlkampfstrategie den Schwerpunkt auf diesen Themen legt. Sie sollen gleichberechtigt mit den anderen Themen in sozialen Fragen, Gesundheitsfragen und, meiner Meinung nach auch ihren Platz finden. Also das ist meine Begründung. Ja, und dann einmal, wir haben nur teure Wochen, entscheiden wird sich wieder einer, wenn er einsam in der Wahlzelle steht und sich dann wirklich entscheidet, was dann wirklich herauskommt. Und da können Umfragen manchmal ganz schön daneben liegen. Exakt genommen haben wir noch 4 Wochen. Ja. Also wir dürfen da noch 4-mal analysieren, bevor die Wahl kommt. Ja, wo ich recht gebe, ist, mittlerweile ist klar, und das wird sich auch nicht mehr verändern, es gibt ein einziges Hauptthema, was diese Wahl entscheidet. Das ist das Thema Islamismus, Zuwanderung, Migration, Asyl, Terror, Sicherheit. Das ist das Thema. Es wird kein anderes mehr geben, das an diesem Thema vorbeikommt. Warum? Weil wir jeden Tag ja erinnert werden an das Scheitern der österreichischen Regierung, übrigens auch der deutschen, mit einem neuen Messerattentat, mit einem Terroranschlag. Das heißt, wo wir diese angeblichen Bereicherer, die man uns alle verkauft hat als Facharbeiter, jetzt entlarvt, dass sie die einzige Expertise als Facharbeiter beim Messerschleifen und Frauen vergewaltigen haben. Nämlich nicht alle, aber viele, die da aus Afghanistan, Syrien und Tschetschenien zu uns kommen. Und ich glaube, dass hier die Karten klar verteilt sind. Wenn man sich die drei Parteien ansieht, die drei größeren Parteien, so hat eine einzige ganz klare Ansagen, nämlich Festung Österreich, Asylstopp, keine weitere Zuwanderung. Und ich garantiere hier, so wahr ich hier sitze, wir werden innerhalb der nächsten 1 bis 3 Wochen den Asylstopp Deutschlands erleben. Deutschland wird den Asylstopp ausrufen. Das wird der größte Triumph für Herbert Kickl und die FPÖ sein, weil das fordern die schon seit Jahren. Das heißt, kein einziger weiterer Asylant. Das wird Deutschland machen, davon bin ich überzeugt. Diese Diskussion läuft in die Richtung und da wird Herbert Kickl bestätigt werden, weil er der Einzige ist, der das für Österreich schon lange fordert und verspricht, wenn er Bundeskanzler wird, gibt es diesen Asylstopp, gibt es die Festung Österreich, gibt es nur mehr Sozialleistungen für österreichische Staatsbürger und nicht für Zuwanderer, die hier keinen einzigen Tag gearbeitet haben. Und ich glaube, das ist die klarste Ansage, die es geben kann, Gott sei Dank. Währenddessen Schwarz-Grün, die jetzige Regierung, bei dieser Frage spektakulär gescheitert ist, indem in den letzten 5 Jahren 250.000 illegale Asylanten ins Land geholt worden sind, davon viele kriminell geworden sind, Sozialschmarotzer geworden sind, das Geld die Hand aufhalten, aber nichts dafür tun. Das ist die traurige Bilanz der Regierung. Und weil auf der dritten Seite eine SPÖ steht, bei nur noch 20% und darunter, die heute den gegenteiligen Weg geht. Die sagt, wir wollen noch mehr hereinholen. Wir wollen keine Obergrenze haben, sagt Babler. Sondern er will aus ganz Österreich ein Flüchtlingslager Dreiskirchen machen. Sie wollen legale Fluchtrouten, haben sie beschlossen, am Parteitag einstimmig. Das heißt, sie wollen den Flüchtlingen erklären, wie sie am besten nach Österreich kommen. Sie wollen noch mehr soziale Gelder, Gelder von Österreichern, die erwirtschaftet worden sind, an Ausländer, Nichtstaatsbürger geben, wie das in Wien. 60% der Mindesthilfebezieher sind nicht österreichische Staatsbürger. Die meisten davon haben keinen einzigen Tag gearbeitet. Die meisten davon, denen ist es völlig wurscht, die halten überhaupt nur die Hand an. Viele davon wären kriminell, Messerstecher. Der Messerstecher vom Reimannplatz lebt von der Mindestsicherung.
Und das ist das Ergebnis. Das heißt, wir haben ganz klar verteilte Karten bei diesem Hauptthema. Und daher bin ich sehr optimistisch, dass die Freiheitliche Partei, wenn man das auf die Waage legt, da als Hoffnungsträger, als Hoffnungsstimmer, Herbert Kickl bezeichnet sich selber als Familienvater, der dafür sorgen will, dass nicht von außen jemand die Familie zerstört. Ich glaube, dass das die richtigen Ansagen sind. Übrigens auch die Festung Österreich. Davon bin ich überzeugt, dass einfach viele Menschen es bis daher haben, dass sie ihrer eigenen Heimat beraubt werden, dass sie Fremde in der eigenen Heimat werden und dann auch Angst haben müssen, dass sie irgendwann einmal ein Messer im Buckel haben. Das ist der richtige Weg. Und daher sind die Umfragen, wie sie sind, schon seit mittlerweile 18 Monaten. Das wird das Hauptthema. Und dann gibt es halt nur einige Themen, die auch wichtig sind. Ein letztes möchte ich erwähnen, weil es halt so aktuell ist. Es gibt auch einen einzigen in diesem Parteienspektrum, nämlich die FPÖ, die sie ganz klar versprechen, als einer der ersten Maßnahmen ist die Abschaffung der Haushaltsabgabe, der ORF-Haushaltsabgabe. Sagt sonst niemand. Alle anderen Parteien sind dafür. Und das ist deshalb wichtig, weil der ORF derzeit gerade eine Inkassowelle durch das Land rollen lässt, die man noch nicht gesehen hat. Der ORF spielt im Moment Executor, exekutiert Menschen, die dieses Leben nicht mehr leisten können, nur weil sie die Haushaltsabgabe nicht zahlen. Exekutiert Menschen, die nicht einmal noch einen Bescheid bekommen haben. Also was sich da abspielt, mein E-Mail-Account geht über und deswegen haben wir heute die Plattform Inside ORF, also orf-inside.at ins Leben gerufen, ist online, wo sich jeder wenden kann. Und wenn am 29. September es ein richtiges Wahlergebnis gibt, dann kann man die Haushaltsabgabe mit einer Stimme für die FPÖ abschaffen. Und das ist, glaube ich, schon ganz gut. Vielleicht ganz kurz noch, weil es gerade dazu passt. Was kann man auf dieser Plattform genau machen? Das ist gedacht als Beschwerdeplattform. Naja, das ist eine neue Plattform. Quasi als wir wehren uns gegen die unobjektive parteipolitische Berichterstattung des ORF einerseits. Wir decken dort auf, was der ORF so treibt den ganzen Tag. ORF-inside.at. Das heißt, wir werden dort vieles aufdecken, die Hintergründe auch zeigen, wie der ORF derzeit agitiert, nämlich parteipolitisch als Systemsender für die Systemparteien gegen die FPÖ. Und wir werden dort die Möglichkeiten bieten von interaktiven Tools. Das heißt, die Menschen können sich anonym oder auch nicht, wie sie wollen, hinwenden. Wir werden ihnen helfen bei der Bekämpfung der Haushaltsabgabe. Wir werden ihnen helfen bei allen Punkten, die ihnen der Hafer sticht, wo ihnen der Hafer sticht beim ORF. Das ist eine Plattform, wie es das noch nicht gegeben hat, weil wir uns einfach wehren müssen gegen einen öffentlich-rechtlichen Sender, der glaubt, er ist eine Partei. Machen wir ganz kurze Werbepause, dann kommen wir gleich zurück. Dann schauen wir auf die Kanzlerfrage. Das sieht ähnlich trist aus für Andreas Babler wie bei der Sonntagsfrage. Aber gleich mehr dazu nach einer ganz kurzen Pause sind wir zurück. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Das UI24TV-Wahlbarometer. Schönen guten Abend, willkommen zurück. Zweiter Teil unseres heutigen Wahlbarometers. Peter Westenthaler und Josef Czapp sind zu Gast. Wir schauen in diesem zweiten Teil auf die Kanzlerfrage, die natürlich fiktiv ist. Der Kanzler kann ja in Österreich nicht direkt gewählt werden, aber es lässt Rückschlüsse zu darüber, wie die Spitzenkandidaten derzeit ziehen oder eben nicht ziehen. Auch hier als erstes die Hochrechnung. Herbert Kickl, FPÖ-Spitzenkandidat, in der Kanzlerfrage bei 30% plus 2. Das heißt, der ist da in der Hochrechnung sogar höher als der FPÖ-Wert. Karl Nehammer, ÖVP-Bundeskanzler, amtierender Bundeskanzler, mit 24%. Ziemlich gleich auf mit seinem Parteiwert, leicht höher, plus 1. Andreas Babler nur bei 17%, liegt deutlich unter dem SPÖ-Wert, der ja bei der Sonntagsfrage bei 20% ist. Beate Meindl-Reisinger würden 11% zur Kanzlerin wählen, Werner Kogler 6%, gleich auf mit Dominik Vlatzny, ebenfalls bei 6%. Ich würde auch hier vorschlagen, wir schauen uns gleich im Anschluss die Rohdaten noch einmal an. Da kommt der Herbert Kickl auf 22% plus 2, der Karl Nehammer auf 17% plus 1, Andreas Babler in den Rohdaten überhaupt nur bei 12%, Beate Meindl-Reisinger bei 9 plus 2, Werner Kogler mit 3%, muss man sagen, schon kaum noch messbar, Dominik Vlatzny bei 4% und 33%, aber auch dieser Wert wird weniger, also knapp ein Drittel sagt, keinen dieser Kandidaten wollen sie als Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin. Herr Czapp, auch wenn es weh tut, aber muss man nicht aufgrund dieser Daten einfach sagen, die SPÖ hat da Spitzenkandidaten ein Problem?
die SPÖ hat einen Spitzenkandidaten, der keine guten Umfragewerte hat. Das ist einfach jetzt einmal, diplomatisch, das ist ja herauslesbar, das kann sich ändern, kann sich verbessern, aber ist im Moment die absolute Realität. Was man sieht, ist bei dem Plus des Nehammer, ich bin ein bisschen ein Plakatkritiker und Plakatbeobachter, und wenn man sich die Nehammer-Plakate ansieht, dann haben sie hingeschminkt auf einen Polizisten in Zivil und unten steht Sicherheit, Sicherheit. Also die setzen voll auf das Thema und haben die an sich weichen Gesichtszüge ihres, Kanzlers und Kandidaten für die nächste Kanzlerschaft so verhärtet, damit er sozusagen glaubwürdig in dieses Forderungskapitel für die Sicherheit gehört. So, das ist denen ihre Strategie, mit der scheinen sie einen Prozentpunkt plus gewonnen zu haben. Und untermauert nur das, was ich anfangs gesagt habe. Da gibt es ein Themenspektrum und das muss man, wenn man bessere Umfragen haben will, heute halt dann komplett abdecken. Es sagt noch nichts, auch hier wird die Unterdeklarierung da sein beim Andreas Babler. Das sagt noch nicht, dass man nicht trotzdem der Meinung ist, es sollte vielleicht die SPÖ in der Regierung sein und es soll vielleicht auch der Babler in der Regierung sein. Aber sozusagen in der unmittelbaren Bewertung im Moment, und Unterdeklärung heißt, dass es Leute gibt, die das an sich nicht schlecht finden, aber im Moment sagen sie auf den Telefonanruf des Forschungsinstitutes nicht den Namen oder halten sie zurück. Beim Herbert Kickl ist das anders, da sind sie froh, wenn der so viel hat, weil das nämlich in Wirklichkeit ja auch, es wird ein bisschen mobilisieren auf der anderen Seite, dass man sagt, um Gottes Willen, der Kickl hat so ein wahnsinnig Gefühl. Und es wird natürlich auch heißen, dass es nicht sicher ist, dass die dann in der Wahlzeile auch wirklich Kickl oder die FPÖ wählen. Also das ist die Überdeklarierung, die schlägt sich auch bei den Personen nieder, bei der Kanzlerfrage Rotdaten, bei der Kanzlerfrage Hochrechnung. Mein Lieblingswert ist nach wie vor der bei den Rohdaten, da sagen immerhin ein Drittel der Befragten nach wie vor, sie wollen überhaupt keinen von denen, die da abgefragt werden. 33% ist immerhin nicht wenig. Also das hat sich verbessert. Da steht eben -4%, das war schon schlimmer. Aber es ist letztlich ein ganzes Drittel. Also müssen die alle noch daran arbeiten, dass sie von dem Drittel was gewinnen, auch im sogenannten Nichtwählerbereich und so. Für einen Vizekanzler ist 3%. Quasi an der unteren Wahrnehmungsgrenze. Das ist wahrscheinlich ein bisschen, auch historisch schlecht. Also gab es sicher noch nicht. Wird ja auch noch gemessen, wenn er dann -3% hat, also wenn er quasi überhaupt unten ist. Der Dominik Vlasny, das ist einfach wie eine Wüstenmaus. Ja, der liegt in der Wüste, wartet jahrelang, kommt eine Fliege vorbei, schießt die Mauszunge hoch, fischt sie die Fliege und das war's. Das ist die Wüstenmaus-Strategie. Das kann durchaus sein, dass das aufgeht. Sitzt im Parlament und weiß eigentlich gar nicht, wieso. Ja, aber er ist dahin. Das kann schon sein, dass das so endet. Ich glaube es nicht. Ich glaube, am Ende des Tages werden dann das erste Alkoholverbot, glaube ich, am Wahltag. Also die werden in die Wahlzelle gehen und dann schon nach Vernunft und Zukunftsperspektive. Ich glaube, die Regel gibt es nicht mehr im Alkoholverbot. Die ist mittlerweile abgeschafft. Schade. Das war ein Versuch. Das wäre eine Chance für Papa natürlich. Nein, das war ein Naja, was soll man sagen? Natürlich kommt es bei einer Wahl immer auf das Gesamtpaket an, nämlich auf den Zustand der Partei. Ist sie geschlossen? Ist sie vereint? Tritt sie mit einer Stimme auf? Es kommt an auf das zu einem gewissen Teil Programm, zu einem gewissen Teil die Kampagne, die Plakate. Und es kommt natürlich zu einem sehr großen Teil, auch wenn das dann nach den Wahlen immer die Forschungsinstitute runterspülen. Aber natürlich kommt es auch auf den Spitzenkandidaten, wer den besten Spitzenkandidaten. Und im Moment sagt die Bevölkerung mit einer Eindeutigkeit, wie es es ja auch noch nie gegeben hat, das kann nur der Herbert Kickl sein. Und jetzt verrate ich da was, ich glaube, die haben recht, nämlich die Bevölkerung, die Mehrheit, weil, und das ist so schön, weil du gerade Plakate zitiert hast, ich zitiere eins, da sieht man den Herbert Kickl und drauf steht, der Einzige auf eurer Seite, und das fasst das schön zusammen. Er war halt in den letzten Jahren wirklich der Einzige auf der Seite, wenn es gegangen ist darum, zum Beispiel die Grund- und Freiheitsrechte bei Corona zu verteidigen. Während alle anderen Parteien das Corona-Regime hochgefahren haben, die Impfpflicht, alles Mögliche, stand er auf eurer, das heißt auf der Seite des Volkes.
mit 100.000 Menschen bei der Demonstration, erinnern wir uns. Wenn es geht bei der Zuwanderung, ist er der Einzige gegen die Systemparteien, der auf der Seite der Menschen steht, indem er sagt, Asylstopp und Schluss damit und soziale Gelder für österreichische Staatsbürger. Und auch bei der Inflation und Bekämpfung der Preise war das so, oder bei der ORF-Haushaltsabgabe und. Da gibt es noch sehr viele. Oder sogar bei der Regierungsbildung, wo er der Einzige ist, der niemanden ausschließt. Er ist ein echter Demokrat. Er ist der Einzige, der sagt, ich schließe überhaupt niemanden aus bei der Regierungsbildung. Alle anderen vier Systemparteien haben sich schon verständigt, nicht, nämlich vor der Wahl, nicht mit Herbert Kickl eine Koalition zu machen, sondern die haben sich schon die Koalition ausgepackelt. Und das ist dann auch interessant. Und wenn du dann das Framing noch hast, vom Volkskanzler, so wie er es meint, nicht so wie er hingestellt wird von manchen Verrückten, sondern der Volkskanzler bedeutet zuerst das Volk, dann der Kanzler, dann ist es auch etwas, was ihn persönlich nach oben bringt. Und eins muss man jetzt einmal fairerweise schon sagen, der liegt mit 30%, 3% über der Partei. Es gibt sonst niemanden, bei dem das der Fall ist. Das bedeutet, die Freiheitliche Partei, und ich sage jetzt sehr ernst, soll froh sein, dass sie so einen Spitzenkandidaten hat. Und eigentlich müsste man viel stärker betonen, dass man Herbert Kickl auch mit Vorzugsstimme wählen kann. Weil das, wenn er 3% über der Partei liegt, dann ist das auch möglich. Währenddessen beim Babler, glaube ich, wird das eher nicht so der Fall sein. Und mit Verlaub, ein Bundeskanzler, der bei der Kanzlerfrage bei 24% liegt als amtierender Kanzler, das ist auch historisch einzigartig. Und jetzt muss man sich vorstellen, was ja der macht, ist ja überhaupt der Wahnsinn, oder? Der ist jetzt Kanzler gewesen. Der hat all das zu verantworten, diese Misere, den Wirtschaftsabschwung, die zigtausenden Asylanten, die wir im Land haben, die Inflation. Also der trägt für das die Hauptverantwortung und macht jetzt einen Wahlkampf, indem er sagt, ich sage euch jetzt, was ich als Kanzler machen werde. Und wer auf den Schmäh einfällt, ich meine, der muss ja nicht ganz oben im Stübchen, der muss ja ein Problem haben, wer auf so einen Schmäh, auf so einen offensichtlichen hineinfällt, dass der amtierende Kanzler sagt, ich verspreche euch, was ich als Kanzler machen werde, das ist billig. Und daher kann er sich auch nicht weiter bewegen. Mit Verlaub, das 1%, das ist für einen amtierenden Kanzler zum Genieren und wird ihm auch nichts nutzen. Noch dazu, weil er ja nicht zu den Menschen geht. Also ich beobachte das ja auch sehr genau. Der Herr Bundeskanzler Nehmer macht ja nur Funktionärsveranstaltungen. Von der ÖVP ausgewählte, einmal bei der Jugendorganisation, einmal bei der Wirtschaft, also nur Funktionärskader. Der Mann war ja noch nie überhaupt vor dem Volk. Der hat noch nie eine Kundgebung ausgerufen, wo normale Leute stehen, die mal fragen können, was hast denn du aufgeführt die letzten Jahre? Warum hast du uns eingesperrt bei Corona? Warum hast du die Inflation durchrauschen lassen? Warum lässt die Messerstecher ins Land? Das wird er nicht gefragt, weil er nur von seinesgleichen umgeben ist und nicht von der Bevölkerung. Und dann passiert Folgendes, dann hält man ab. Dann kommen halt so Geschichten wie er gesagt hat, Zitat, wenn wir die ÖVP, wenn wir so weitermachen, brauchst du Alkohol oder Pharmazeutika. Oder es kommt dann die Aussage, wenn du arm bist, musst du halt zum McDonald's auf einen Burger gehen. Oder wenn du zu wenig Geld hast, musst du halt mehr arbeiten. Das sind dann kommt es raus, was drinnen ist. Und daher glaube ich, ist ja auch nicht geeignet, nach der nächsten Wahl Kanzler zu sein. Ich muss sagen, klar, was ehrlicher, dann nehmen wir das Plakatieren weiter so. Ja. Bleibt bei uns, bleibt bei mir. Mir gefällt es, ich gehe gerne ins Kanzleramt. Weiter so schlecht. Ja. Und wenn es ein bisschen schlechter ist, das müsst ihr aushalten. Es war schon mal schlechter, denkt ihr ans 44er, 45er, 46er Jahr. Ja. Also das ist einfach, ich finde, das ist mutig, was er da macht. Der Begriff Volkskanzler, ich habe das schon, wir haben das schon da diskutiert, wir wissen aus der Geschichte, es hat auch andere Kanzler gegeben, Kreisky, die das formuliert haben. Kreisky zum Beispiel. Der Begriff Volkskanzler, der sagt ja nichts anderes als, ich habe das nicht in der Lotterie gewonnen, sondern ich bin gewählt worden. Da genügt auch Kanzler, muss man nicht betonen, Volkskanzler. Denn auch ein Kanzler, der nicht Volkskanzler heißt, ist vom Volk gewählt worden, sonst war er nicht Kanzler. Ja. Er legt halt mehr Wert aufs Volk. Ne? Ja, das muss auch nicht sein. Ja, das ist halt eure Interpretation, passt in diese ganze Geschichte rein und ist kein Lotteriegewinn. So, das ist das. Aber dann komme ich noch, weil wir gerade dabei sind und irgendwie reißen wir das trotzdem, dieses Vaterunser-Plakat, das ihr da plakatiert mit euer Wille geschehe. Steht nicht im Vaterunser übrigens. Nein, das heißt,
dein Wille geschehe. So, das weiß ich schon. Aber es wird umformuliert in euer Wille geschehe. Ich habe das also so interpretiert, na ja, die meinen die ÖVP. Also jetzt damals das Wirtschaftsprogramm das, die aufschreiben. Platten, die Platte ist gestern damals, schon hängen geblieben. Die ist aber nicht gut, die Platte. Ja, wir haben das so im Zuschauer gestern. Ja, eben, weil es hängen geblieben ist, muss ich es noch einmal spielen. Und die hat, und dann steht dort, dass euer Wille geschehe. Und wisst was, plakatiert es noch, das hätte die ÖVP besonders gut gefallen, wenn sie das Vaterunser noch mehr bringt. Und sagt, euer Wille geschehe im Himmel und auf Erden. Da kriegt er die ÖVP nur mehr blaue Herzerl in den Augen. Und dann sagt sie, endlich haben sie erkannt, wir haben ja einen fast göttlichen Status, weil wir sind jetzt eh schon seit 36 Jahren in der Regierung. Und wir wollen nur einmal 36 Jahre in der Regierung. Das ist ja göttlicher Wille. Von Gottes Gnaden ist er das, nicht von Verfassungsgnaden. Das ist das, was die ÖVP momentan will. Und das ist die Freude, die bereitet sie. Und ich weiß nicht, ob das die ÖVP verdient hat. Ich behaupte nein. Und noch was kommt dazu, weil das Vaterunser zitiert wird. Der Herbert Kickl hat gesagt, er ist der Vater Österreichs. Er ist der Vater. Familienvater. Ja, naja, aber Vater. Familienvater. Ja, aber damit ist er schon ganz schnell beim Vaterunser. Ja. Und jetzt frage ich mich, wird euch das wirklich was bringen? Es gibt einen Prälaten, einen Abt, der gesagt hat, das geht so nicht. Ja, ich finde auch, dass wir übertreibt. Einen ganzen gibt es in ganz Österreich. Einen, ja. Der muss der ÖVP-Funktionär ist offensichtlich. Ja, aber der naja, muss, Entschuldigung. Der muss ist ja nahestehen, weil der tut noch das bekannt an. Josef, im Gegensatz, zu dir, ich bin praktizierender Christ. Ich habe ein katholisches Gymnasium gemacht. Und für mich sind christliche Werte sehr wichtig, deswegen veräpple ich sie auch nicht. Ich war Ministrant. Sondern nehme das sehr, sehr ernst. Und gerade am Land gibt es sehr viele Menschen, die in die Kirche gehen, die christlich sind, die das nicht so gern wollen. Also in Wahrheit laufst du genau in die Falle. Du laufst in die Falle, die aufgestellt ist. Und vielleicht ist das, nämlich da, wenn man das Vaterunser aus deiner Sicht veräppelt, es steht nicht im Vaterunser, es steht nicht auf dem Plakat, dein Wille geschehe, sondern euer Wille. Und mit euer ist gemeint der Wählerwille. Und du kannst nur so grinsen schon wieder. Ja, sei froh, dass nicht plakatiert worden ist und erlöse uns von den Bösen, weil dann, das war dann gegen Babler und gegen Nehammer gerichtet. So offensichtlich wird das ja nicht gemacht. Ich hätte es plakatiert, ich hätte geschrieben, euer Wille geschehe und erlöse uns von dem Bösen. Denn das sagt das viel mehr aus, als viele glauben. Aber noch einmal, mit dem macht man keine Scherze. Es ist hier gemeinter Wählerwille. Und der Herbert Kickl schafft es immer wieder, im Gegensatz zu Babler, der ja so abstürzt mittlerweile, und der Nehammer, der irgendwie stagniert, schafft es Herbert Kickl, und das muss man zugute halten, sich auch im Wahlkampf, aber auch schon davor, mit den Menschen so zu verbinden, dass er nicht nur ihre Sprache spricht, sondern genau weiß, wo der Schuh drückt. Und deswegen ist er so erfolgreich. Deswegen ist er der Einzige, der gegen die Corona-Maßnahmen gekämpft hat. Ist er der Einzige, der gegen den Asylwahnsinn, gegen den Terror und gegen die Messerstecher kämpft. Ist er der Einzige, und jetzt bin ich beim Punkt, der sich als Familienvater schützend vor die Familie Österreich stellt und einem verspricht, ich werde für euch eine Festung bauen, im übertragenen Sinne, nämlich eine Festung Österreich, dass diese ganzen Eroberer, die derzeit zu uns kommen, nicht Asylanten und nicht Schutzbedürftige, mittlerweile so, dass wir unsere eigenen Bürger bereits schützen müssen vor den Schutzbedürftigen, so schaut es im Moment aus, sondern dass wir uns schützen, übrigens, auch auf europäischer Unionsebene gibt es solche Zitate, da gibt es auch Politiker, die mit Freiheitlich überhaupt nichts zu tun haben, aus allen politischen Richtungen, die sagen, wir müssen eine Festung bauen, nämlich Festung Europa. Also es setzt sich eh durch, es dauert immer noch eine Weile. Und wenn der Herbert Kickl diese Unterstützung bekommt, dann ist das ein Vorteil fürs Land, weil es besser wird. Er verspricht, und das ist das nächste Plakat, falls du das auch noch gelesen hast, 5 gute Jahre. Ja, und das ist es. 5 gute Jahre nach 5 schlechten Jahren. Na, ist das schlecht? Ich finde das hervorragend. Ist besser als diese Allerweltsrhetorik der SPÖ. Die tät ich am liebsten aufs Plakat habe. Ich verspreche euch, dass morgen die Sonne scheint. Also eh, nicht? Was ist denn das? Ein besseres Österreich auf dem Plakat habe ich. Das wollen eh alle. Bis auf die ÖVP, weil die hat gesagt, dass es nicht kann. Aber das ist du musst doch, und das ist der Erfolg schon wieder der Plakatwelle, dass jeder darüber spricht. Und es sollen sich noch ein paar ÖVP-Pfarrer melden, die irgendwie die Nase rümpfen. Ich weiß nicht, bei den Menschen kommt das aber ganz anders an. Ich bin viel am Land, in der Südsteiermark, und da sagen sie, eigentlich trifft das meinen Habitus sehr gut, weil das sollte eigentlich jeder Politiker sagen, euer Wille geschehe, wenn er aufs Volk schaut, denn der Volkswille ist wichtig. Und das ist auch bei der direkten Demokratie.
Der Herbert Kickl ist der Einzige, der die direkte Demokratie ausbaut. Wie alle anderen fürchten sie vom Volk. Er will das Volk mitbestimmen lassen. Ist auch schön. Oder wenn man so lang über ein Slogan und ein Plakat reden muss, dann stimmt was nicht. Dann ist es doch nicht so gelungen. Das Beste, was gibt. Ja, du stehst unter Selbsthypnose. Ja, warum redet keiner über SPÖ-Plakate oder über ÖVP-Plakate? Ich rede über dieses eine Plakat. Was ist die Mitte? So wie über das Sicherheitsplakat vom Nehammer geredet habe, dem die da so einen Genghis Khan-Gesichtsausdruck gemacht haben. Also ich rette euch, ich bin besser als die Festung, ich bin der Kanzler. Das ist die Botschaft des Nehammer-Plakates. Naja. Und jetzt wirst du mir zustimmen müssen, weil du schau das einmal genau an. Du gehst ja nur vorbei bei den Nehammer-Plakaten. Aber ich stehe da und tue das ganz andächtig. Genau. Und schau mir das an und sag mal, was hat sich der gedacht, der dieses Foto bearbeitet hat? Weil zuerst wird das Foto gemacht und dann kommt es in der Bearbeitungsstudio und dann kriegt er plötzlich Gesichtszüge, die der nie gehabt hat und nie haben wird. Aber und das hast du nicht auch gefragt bei den ÖVP-Plakaten, was bedeutet bitte, wer kann mir das erklären? Ja. Was bedeutet die Mitte stärken? Wenn man es körperlicher nimmt, wissen wir, was in der Mitte ist. Ja, der Bauch. Hat er ein Problem? Haben wir in der Mitte? Muss er die stärken oder braucht er Hilfe? Da ist die Mitte, wissen wir eh, was wir meinen. Also das ist ja sehr, sehr, sehr peinlich eigentlich, oder? Es hat ja mit Politik nichts zu tun. Was ist die Mitte stärken? Es ist skurril, es steht da nichts dabei, kein Programm, kein Punkt. Schwierig. Den Gürtel auf. Ja. Machen wir ganz kurze Pause und dann sprechen wir im dritten Teil über die Themen. Und ein bisschen wurde es ja eh schon vorweggenommen, was sind jetzt die Themen, die die nächsten 4 Wochen dominieren werden? Spitzt sich das auf ein Thema zu? Gibt es da auch andere Themen, die eine Rolle spielen werden am 29. September bei der Wahlentscheidung? Ganz kurze Werbepause, dann sind wir gleich zurück. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Das UI24TV Wahlbarometer. Schönen guten Abend, willkommen zurück zu unserem dritten Teil des Wahlbarometers mit Josef Czapp und Peter Westenthal. Wir haben die Themen schon ein bisschen angesprochen und Herr Westenthal, Sie haben gesagt, es spitzt sich zu auf das Thema Sicherheit, Migration, Abschiebungen, Asyl. Wird das das Hauptthema? Wird das das alles überschattende Thema? Oder wird es Ihrer Meinung nach noch ein zweites, vielleicht drittes Thema geben, das dann am 29. September auch mit reinspielt in die Wahlentscheidung? Stichwort Wirtschaft und Steuern beispielsweise, Stichwort Gesundheit und Sozial- und Teuerungspolitik. Wie sehen Sie das? Warum dieses Thema Asyl, Zuwanderung, Terror, Messerstecher, all das jetzt, dieses Amalgam von Fehlentwicklungen, schon die vergangenen Jahre Thema Nummer 1 war und das niemand aufgegriffen hat, außer die FPÖ, bleibt, warum soll es in den letzten 4 Wochen plötzlich nicht das Thema Nummer 1 bleiben? Und es gibt, ich bleibe dabei, es gibt kein anderes Thema, das sich wie ein Perpetuum mobile, also eine selbst vortragende Entwicklung, jeden Tag ja erneuert. Es gibt eben jeden Tag irgendein Ereignis, eine Messerstecherei, ein Terroranschlag, eine syrische Familie in Wien, die 7.000 Euro verdienen soll, wenn es nach der SPÖ geht. Also es kommt ständig etwas Neues und daher wird dieses Thema natürlich auch die nächsten 4 Wochen Thema Nummer 1 bleiben, egal ob das wem passt oder nicht. Und es wird natürlich verzweifelte Versuche geben, andere Themen hochzuziehen. Es gibt da viele wichtige andere Themen. Natürlich ist die soziale Frage wichtig, aber auch hier, wie soll ich sagen, sind ja die Standpunkte eingefroren. Wir haben eine gescheiterte Regierung, die es im Wald als einziges Ergebnis zustande gebracht hat, dass nach 5 Jahren Österreich ärmer geworden ist. Das ist ein objektiver Befund. Österreich ist ärmer geworden, weil mehr Belastung, weil jeder mehr zahlen muss und weil jeder weniger Geld hat. Diese Mehr der ÖVP von der Kaufkraft ist einfach eine Unwahrheit. Und das spürt auch niemand. Die ÖVP soll noch die Rentner Land auf, Land auf und sagen, ich habe so eine tolle Kaufkraft. Na, erzähl das einmal in Simmering, im Gemeindebau jemanden oder am Land, an Landwirt, der jetzt um seine Arbeit gebracht wird durch das Renaturierungsgesetz. Danke ÖVP. Also das sind einfach Themen, die auch wichtig sind. Und diese Regierung, das muss man jetzt einmal in den Punkt bringen, hat es ja geschafft, als erste und einzige Regierung, wie man das einmal angeschaut, ständig in den vergangenen Jahren, immer vor einer Nationalratswahl, hat eine Regierung eine Bilanz gelegt. Was haben wir gemacht? Diese Regierung hat bisher keine Bilanz gelegt, weil es keine gibt. Es gibt nur eine Bilanz des Grauens, der Kapitalflucht aus dem Land, des Wettbewerbsnachteils für Unternehmertum, dass die ins Ausland alle flüchten mit ihrem Geld und hier nicht mehr investieren. Und ich kann nur eins sagen, es wird jetzt
wird das Blaue vom Himmel im wahrsten Sinne des Wortes versprochen von dieser Regierung und das alles haben sie bisher nicht gemacht. Was tue ich, wenn ich Kanzler wäre, sagt der Nehammer. Und das will halt keiner wissen, weil es alle wissen, ist er schon gescheitert. So, und daher wird gewählt die Hoffnung. Es ist immer so, dass die Hoffnung gewählt wird auf eine bessere Zeit, auf 5 gute Jahre. Diejenigen, die am besten diese Hoffnung in den zentralen Kernthemen, und die bleiben für mich, die Zuwanderungsfrage, natürlich auch die Inflation und die Geldsorgen der Menschen und natürlich auch noch immer, und das ist nicht vorbei, da glauben wir viele, das ist schon so lange her, natürlich auch noch die Frage der Grundungs- und Freiheitsrechte, weil die Menschen während Corona von Nehammer eingesperrt worden sind. Als Innenminister zuerst und dann als Bundeskanzler und die SPÖ hat die Räuberleiter dazu gemacht mit der Impfpflicht. Das ist das Amalgam und da wird es vereinzelt Nebenthemen geben, wie zum Beispiel die Haushaltsabgabe, dass die abgeschafft gehört. Es wird einige Diskussionen über die direkte Demokratie geben. Auch hier höre ich von den anderen Parteien überhaupt nichts, weil sie sich fürchten. Immer dann, wann ist man gegen eine direkte Demokratie? Wann ist man dagegen, dass die Menschen mitbestimmen? Da, wenn man sich fürchtet vor den Menschen. Wenn es nach den Systemparteien ÖVP, SPÖ, Grüne und NEOS geht, wird es ja auch keine Wollen geben, sagen wir uns ehrlich. Das schaut ja nicht so gut aus für alle, diese Einheitspartei. Aber nur nicht mitbestimmen. In dieser ganzen 5-Jahres-Regierungszeit hat es keine einzige Volksbefragung oder Volksabstimmung gegeben. Nicht eine. Obwohl es die Instrumente gibt. So, und die Freiheitlichen sagen, wir werden das regelmäßig machen. Die Schweiz hat alle paar Wochen einen Abstimmungssonntag, wo sie über die entscheidenden Gesetze abstimmen, einmal pro, einmal contra. Sehr vernünftig übrigens, wie die Menschen zu den Gesetzen stehen. In Österreich findet das nicht statt. Das heißt, die Demokratie, die Grundrechte und auch, wie soll man sagen, die Devotheit vor der Demokratie, dass man sie schützt, hegt und pflegt und dass man sie ausbaut, auf die Menschen verteilt, dass sie mitbestimmen, ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und auch hier, muss ich ehrlicherweise sagen, haben die Freiheitlichen ein Alleinstellungsmerkmal, weil alle anderen wollen das nicht. Mhm. Herr Chaps, Sie haben eben schon vorher gesagt, Ihnen ist es zu wenig, dass das Thema Asyl und Migration und Sicherheit derzeit bei der SPÖ zu kurz kommt. Andreas Babler fokussiert ja sehr stark auf Gesundheit, Soziales. Glauben Sie, ist das ein Thema, das überhaupt eine Rolle spielt in den nächsten Wochen oder geht das eben aufgrund dieser aktuellen Thematik dann unter und ist am 29. September eigentlich nicht entscheidend, wer wo sein Kreuz anmacht? Ich glaube, dass das Gesundheits- und Sozialthema überhaupt nicht untergehen wird. Es spielt nach wie vor eine wichtige Rolle. Und ich bin daher der Auffassung, du brauchst auf Augenhöhe zwischen Gesundheit, Soziales, Mieten, Energiekosten, Teuerung, Inflation. Das bleibt. Aufgrund der Unfähigkeit der Regierung wird das weiter ein wichtiges Thema sein. Schauen Sie, wenn Sie in einer Wohnung wohnen und in der Nebenwohnung hat ein illegaler Asylwerber, der abgelehnt wurde und der dann einfach sich nicht abschimmert lassen, plötzlich nicht mehr da ist. Auf die Auswirkung, auf die Miete hat das keine, ob der da ist oder nicht da ist. Das heißt, du musst letztlich trotzdem schauen, dass die Lebensgrundlagen, und das gehört es beim Einkaufen, die Miete, die Energiekosten, die Heizkosten, das ist das Allerentscheidendste. Aber man fürchtet sich, man hat Angst, es ist ein Sicherheitsproblem entstanden, das zu Recht jetzt ein ganz wichtiges Thema ist. Und daher plädiere ich nur dafür, dass die alle gleichberechtigt behandelt werden. Und dann gehört noch dazu, reinen Wein einschenken den Wählerinnen und Wählern. Und da hat der Badel der Recht, der Fiskalrat, Vorsitzende, der in einer Diskussion gesagt hat, naja, alle Parteien sind ziemlich unseriös, weil sie einfach nicht angeben, nicht gegenfinanzieren, was sie alles in ihren Forderungskatalogen da einführen wollen. Wer zahlt das? Wie viel kostet das? Alle Parteien. Der ist da ausnahmslos unterwegs in der Richtung. Und ich glaube, dass er nicht ganz Unrecht hat, dass das ein ganz wesentlicher Aspekt ist für die Vertrauenswürdigkeit, die Politik zurückerobern muss. Weil schau, wenn du sagst, naja, wir werden das, das, das machen, aber vorher brauchen wir nur eine Anhebung der Massensteuern oder streichen nur Förderungen oder streichen Sozialleistungen oder machen Leistungskürzungen so breit wie möglich, ja, damit halt die ein oder anderen Unternehmer bessere Produktionsbedingungen haben. Wenn das begründet ist, kann ich ja es schaffen, dass man sowohl die Produktionsbedingungen verbessert, den Standort sichert, Beschäftigung sichert und trotzdem keine Kürzungen macht.
ja, keine Leistungskürzungen. Aber dann darf ich nicht so komisch daherreden und sagen, die Lohnnebenkosten streichen, ohne zu bedenken, was dann für Leistungen gekürzt werden. Also mir geht es nur um Glaubwürdigkeit, Seriosität, dass man Kostenwahrheit hat und wie man übrigens die 12, 15 Milliarden einsparen will, die man einsparen muss anscheinend, wo die EU auch eine Vorgabe gegeben hat, dass man ehrlich 2,5 oder 1,5 Milliarden einsparen muss, plus, plus. Also ich bin nur dafür, dass es da ein Höchstmaß an Ehrlichkeit gibt und ja, zum Beispiel die Petrovic, die da kandidiert, sagt, ne, mit den E-Autos werden wir die Welt nicht retten, sagt die ehemalige Vorsitzende der Grüne. Ja, und da hat man es überlegt, Förderungen und mit E-Autos und Umsteigen. Gefreut haben sich die Lobbyisten der E-Autos. Und ich habe auch den Verdacht, bei dem Kampf über die Energiekosten, da haben wir diejenigen, die fürs Erdgas sind, in einer vorsichtigen, temperierten Form weiter und die, die für andere Energieformen eintreten. Das ist ein Lobbyistenkampf irgendwo auch. Ja, nicht nur, aber auch. Aber entscheidend am Ende des Tages ist, was kostet es den Bürger und der Bürgerin? Wie glaubwürdig ist die Politik, wenn sie Dinge fordert und am Ende des Tages dann zugeben muss, sie kann es nicht finanzieren? Das ist dann die echte Katastrophe. Und deswegen sind wir da ziemlich streng, was das betrifft und glaube auch zu Recht streng. Ich muss da nur bei einem Punkt widersprechen, sonst gebe ich da fast allen recht. Ich muss da widersprechen, dass du den Satz gesagt hast, ob der Asylant oder die Familie neben dir wohnt, das ist egal bei dem, was du, dass du Miete zahlst. Das ist eben nicht egal, weil der keine Miete zahlt. Weil der befreit ist zum großen Teil oder so viel Mietzuschuss hat als Asylant, dass er keine Miete zahlen muss. Und das ist das, was ich verurteile und was dass die Menschen am System falsch finden, sowohl am Regierungssystem als auch am System in Wien. Dass du ja mittlerweile, ich formuliere es jetzt überspitzt, mir sagen Leute, die kommen zu mir und sagen, Herr Wesenthaler, ich habe mein ganzes Leben lang gearbeitet, jetzt bin ich in Pension und kriege ein paar hundert Euro Pension und muss lesen, dass eine Asylantenfamilie, die ein paar Wochen da ist und nicht arbeiten will und sie nicht integrieren will, ein paar tausend Euro netto auf die Hand bekommt. Und da stelle ich mir die Frage, ist das gerecht? Und der hat Tränen in die Augen, der das erzählt, weil er sich ungerecht behandelt fühlt. Und genauso verhält es bei allen anderen Punkten. Bei den Mieten ist es halt so, dass es in den letzten 2 Jahren 5 Mieterhöhungen gegeben hat, aufgrund der Bundesregierung, stimmt, aber die der Ludwig mitvollzogen hat. Er hat sie nicht ausgesetzt, er hat sie mitvollzogen. Dann werden, was die Lebenskosten anbelangt, die Gebühren und Abgaben in Wien erhöht, dieses Jahr schon wieder um 6%, in den letzten 5 Jahren 600 Euro mehr für alle. Weißt, und wenn du dann hörst, dass das die Zuwanderer, die sogenannten Bereicherer, die zu uns kommen als Asylanten und keinen Tag da noch gearbeitet haben, nicht österreichische Staatsbürger sind, dass die ein Vielfaches von dem bekommen, wie die Österreicher und Österreicher, dann überlegen, Josef Klammer, dass die Menschen kommen zu mir und sagen, wissen Sie was, eigentlich müsste die österreichische Staatsbürgerschaft zurückgeben und mir als Asylant anmelden, weil dann kann ich überleben. Dann kriege ich endlich ein Geld, weil als Österreicher kriegst du das nicht mehr. Die Politik, sowohl in Wien unter Ludwig, als auch im Bund unter Nehammer und Kogler, vergisst auf die eigenen Menschen. Sie sind vom Volk, von österreichischen Staatsbürgern gewählte oder bald nicht mehr gewählte und haben daher verdammt noch einmal auf die Österreicherinnen und Österreicher zu schauen und nicht, dass Zuwanderern ohne Staatsbürgern, die da ihr Geschäft machen damit, das ist ein Geschäftsmodell mittlerweile, dass denen geholfen wird. Das ist der Unterschied, der uns ein bisschen trennt und wahrscheinlich bin ich da eher auf der Linie der Menschen. Das tut immer so drastisch formulieren. Es ist, die Wahrheit ist es. Nein, ne, das ist schon, das wird dann zu einer anderen, kriegt ein anderes Bild. Also wenn du durch die Stadt Wien gehst, wenn du da ausschaust, was da jetzt alles versucht wird, in der Infrastruktur auszubauen, im Gesundheitssystem zu investieren, das leistbare Wohnen auch weiterhin zu garantieren. 2/3 der Menschen wohnen da in geförderten Wohnungen. Und ich könnte diese ganze lange Liste fortsetzen. Ich bin auch nicht der Regierungssprecher, trotzdem hat es ein paar Dinge selbst von dieser Bundesregierung gegeben, wo man nicht sagen kann, die denken nicht an die Österreicher und Österreicherinnen. Das ist in der Form nicht ganz richtig. Trotzdem bin ich ein harter Kritiker, weil ich finde, dass die Geld rausgehauen haben ohne Ende, dass du bis heute nicht weißt, welchen Effekt hat das. Das Budget, sag ich als Sozialdemokrat, fühlt sich überkassen, wir schauen auf das so wenig, aber das Budget halber trainiert haben, ja, jetzt schon wieder mit Forderungen kommen, die Schwarzen mit
glaube ich, 17,5 Milliarden, die Blauen mit 13,5 Milliarden, was dann zusätzlichen Kosten hast. Keiner weiß, wie das finanziert werden soll. Der Panel, der haut sich ab bei jeder Diskussion und sagt sich, was tun die da? Die stellen da Forderungskataloge auf, wissen nicht, wie sie das finanzieren sollen. Ja, jeder sagt, na gut, es wird dann irgendwie ein Wirtschaftswachstum gehen, dann wird schon alles irgendwie gehen. Ja, es ist bei der SPÖ so, wenn die alle mitziehen und sagen, ja, zur Vermögens- und Erbschaftssteuer plus, dass du einen Wirtschaftsaufschwung hast, dann ist auch das von der SPÖ finanzierbar. Du musst aber nur dann halt Kräfte finden bei den anderen Parteien, die bei dieser Art der Gegenfinanzierung mitmachen. Ein Vorschlag ist es zumindest einmal. So. Und das Einzige, was ich da nicht in Ordnung finde, ist, wenn man ein Bild zeichnet, wo du sagst, dass ich bin kein Schönredner, ich verteidige da auch niemanden, aber es ist besser, wenn wir für die nationale Anstrengung es so sehen, dass das, was gut ist und das, wo man etwas erreicht hat, dass man das akzeptiert. Aber, wie der Tony Blair gesagt damals von der Labour Party, wir machen nicht alles anders, aber vieles besser. Und das erklärt dann die SPÖ das Wort besser für ein besseres Österreich auf ihren Plakaten. Ja, sagt zwar nicht, wie es gehen soll, weil die Finanzierung, darf ich jetzt auch sagen, auch im SPÖ-Parteiprogramm ist nicht ernsthaft, sagt Doris Burch. Also lächerlich. Schau, das unterscheidet uns, das mag uns ja auch unterscheiden und vielleicht ist es auch gut so, dass ich heute der Meinung bin, die Politiker, die jetzt herumrennen, die wurden alle von Österreicherinnen und Österreichern gewählt, von österreichischen Staatsbürgern. Ist ja in Ordnung, gell? Ja. Und für solche, die es bereits geworden sind, Zuwanderer, die seit vielen Generationen da sind, die brave österreichische Staatsbürger sind, die haben auch das Recht zu wählen. Aber was machen sie? Sie denken oft mit den Köpfen der Asylanten und der Zugewanderten zuerst, Asylant zuerst, und die FPÖ und Herbert Kickl sagen halt Österreich zuerst. Ich habe da das Beispiel gesagt, ich sage es nochmal. Wenn es in diesem Land Unwetterschäden gibt und eine Regierung schafft es nicht einmal in einem Jahr, Stichwort Südsteiermark, den Österreicherinnen und Österreichern der Südsteiermark Gelder zu übermitteln, die Schäden zu begleichen, und gleichzeitig überweisen sie 1,8 Milliarden Euro ins Ausland, dann frage ich mich, wählt Nordafrika unsere Regierung oder wählen es die Österreicher? Und das ist das, wo ich das Verständnis nicht sehe und die Empathie der amtierenden Clique in der Regierung. Die haben diese Empathie nicht, zu sagen, jawohl, wir sind Österreich, Österreich zuerst, weil wir auch die Stimmen der Österreicherinnen und Österreicher haben. Und solange das so ist, werden diese Parteien, SPÖ und ÖVP, nicht reüssieren und brauchen halt dann eine Dreier- oder Viererkoalition und müssen vorher backeln, damit sie den, der vom Volk als Nummer eins gewählt worden sind, ausbremsen. Das wird man eh sehen, ob das kommt. Na, warte ab, ob das so sein wird. Ja, ich bin sehr optimistisch, auch wenn es noch nicht gelaufen ist, aber die Stimmung ist sehr gut und ich glaube, die Menschen haben sich schon sehr, sehr viele entschieden. Es ist die letzte Zeit, das wird es diesmal nicht so in diesem Ausmaß geben, weil eben sehr, sehr viel passiert ist, von Corona-Inflation bis zur Asyl, bis zum Asylwahnsinn. Und das ist die Basis der Entscheidung der Menschen. Vielen Dank. War eine spannende Analyse und Diskussionsrunde. Wir machen eine ganz kurze Werbepause. Dann geht es hier gleich weiter und zwar mit unserem Donnerstagsduell. Und zwar sind gleich im Studio Veronika Born-Mehner und Ursula Stenzel, die auch zu den aktuellen politischen Themen diskutieren. Ganz kurze Pause, dann geht es hier gleich weiter.